Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 hier auf der keimsten Farm. Ja, ich bin auf dem Weg. Wieso ist denn die Türe offen? Mach mal die Tür zu. So, ich bin auf dem Weg kurz zum Hühnerstall, Schafstall und werden da nochmal kurz die zwei, drei Paletten, die da noch so liegen, schön einpacken, also dass sie nicht im Nassen stehen. Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet heute, denn aktuell ist halt wirklich nicht wirklich viel los. Aber wir schauen mal. Hauptsache, wir machen eine kleine Gabelstaplatur, Freunde. Genau. Ja, vielen, vielen Dank auch. Oha, okay, hier dreht er völlig durch. Perfekte Idee, vielleicht mit dem Gabelstapler. Ah, da merkt man den Rea-Mod auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist gar nicht so gut. Nee, ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Boah, jetzt hängen wir hier völlig fest. Ach so, mache ich die Tür auf, okay. So. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Däumchen, für die letzten Kommentare in den letzten Folgen. Vielen, vielen Dank auch dafür. Genau, und lasst auch gerne hier wieder ein Däumchen da, wenn es euch gefällt, Freunde, ja. Ganz, ganz wichtig. Auch damit unterstützt ihr natürlich den Kanal. Alter, ich wollte eigentlich gar nicht noch eine Folge mit Festgefahren machen, verdammte Axt. Jetzt seht zu. Komm, da kriegst du wieder Grip. Da, komm, kriegst du wieder Grip. Ja, komm. Jawohl. Komm schon. Geil, Alter. Oh, Mann. Junge, ey, das kannst du ja auch nicht ahnen. Das kannst du ja auch nicht einfach ahnen. So. Jetzt weiß ich auch, wie die Tür aufgeht. So, glaube ich, irgendwie. Warte mal, so. Nee. So. Zu. Auf. Ah, drehen, okay. Mach die Tür zu, es zieht! Danke. Mann. Alles muss man ja selber machen, verdammte Axt. Ja gut, dann war das keine so gute Idee. Dann lassen wir das. Dann fahren wir da mit dem Telelader nochmal hin. Und lassen den Gabelstapler dann halt im Prinzip hier auf dem Hof stehen. Und dann können wir mit dem hier dann rangieren quasi hoch. Gott. Das war mir gerade selber, wusste ich gar nicht, wohin hier. So. Huch, okay. So. Motor aus. Dann gucken wir mal, wo ist denn der Telelader? Ach, der ist hier noch bei der Kuhwiese, ne? Beim Kuhstall. So, warte mal. Ich muss jetzt mal eben kurz was überlegen, beziehungsweise gucken. Wir sind jetzt gerade hier. Sind jetzt gerade hier. So, warte mal. Wir laufen mal ganz kurz. Wir laufen mal ganz kurz hier rüber zu Feld. Stopp. Wo sind wir? Wo sind wir hier? Zu Feld 10. Also hier rüber. Zu Feld 10. Hier. So. Die, was ich jetzt noch mal gesehen habe, das wollte ich noch mal, nämlich noch mal überprüfen, ist Grünlandpflege. Da gibt es ja hier verschiedene Walzen. So, mit Standardkombination oder halt zum Aussehen. Huch. Ich glaube aber, so würde es reichen. Die Frage ist, was muss hier passieren? Hier muss gekalkt werden und gepflügt werden. Das ist ja sehr doof. Das ist ja doof. So, wir haben das als Grünlandfläche. Und was haben wir noch? Nicht zwei. Doch vier haben wir noch. Okay, die zwei Flächen. Ja gut, die 15 will ich nicht benutzen, weil das ist ja hier Kuhwiese. Genau. Das heißt, die Flächen haben wir zur Verfügung.
Ey, wieso ist das so teuer, ey? Mann. So, und hier haben wir auch noch nichts angepflanzt. Da machen wir jetzt noch ein bisschen, da pflüge ich jetzt noch mal, damit das halt vernünftig gepflügt ist, ne, wie ihr seht. Und dann ist die Frage, ob wir das Feld hier halt auch pflügen. Oder ob ich jetzt erstmal noch was Silage verkaufe. Oh, Milch kann ich auch verkaufen. Milch sollten wir noch mal verkaufen, Freunde. Oh ja, 9000 Liter, das würde sich tatsächlich auch lohnen. Und zwar beim, hier, ne? Gemischtwarenladen, Schüttgut. Okay, dann lass uns den, ah, jetzt muss ich hier nochmal wieder Standardgeschwindigkeit machen, so. Dann lass uns den einmal abhängen. Oh Gott, ey, jetzt muss ich selber mal eben wieder gucken, ey. Ich weiß das doch hier immer alles gar nicht. Haben wir überhaupt ein, achso, das ist unser Wasserwagen, ne? Ja, den hole ich dann eben einmal schnell von da vorne. Und dann benutzen wir den zum Milchfahren. Ich hoffe, dass der jetzt nicht übertrieben voll ist, ne? Das wäre jetzt eine Katastrophe. Freunde, wir sind schon wieder in der 65. Folge, ey. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Die Folgen, die rattern hier so gefühlt durch. Bald haben wir hier schon wieder die 100 von der keimsten Farm durchgespielt. Heftig. Aber auch geil, muss ich sagen. Auch geil. So, dann fahre ich hier einmal ran. Ey. So. Ah, da ist natürlich noch was drin. Dann müssen wir einmal schauen. Dann fahre ich noch ein bisschen was ins Gewächshaus rein. Mal gucken. Oh, hier geht. Oh, hier geht nicht mehr viel rein, ne? Okay. Dann fahren wir den Rest zu den Schafen. Ja. Hoffentlich geht das. Hoffentlich geht das. Brauchen die Schafe überhaupt Wasser? Ich hoffe. Und ich denke. Oh. Oh, Alter, der hat geschoben. Kann gar nichts dafür. Gut. Vorsicht, Schaf. Zur Seite mit dir. Oh, aber auch hier merkt man, Dings. Dings hier, Rea-Mod, ne? So. Ist hier Vollwasser? Nee. Bitte nicht. Ist nicht voll. Mach Wasser rein da. Mach alles voll. Okay. Wo lasse ich jetzt den Rest? Wo lasse ich denn jetzt den Rest? Kann ich das einfach hier auskippen? Nee. Scheiße. Wo kann ich denn Wasser loswerden, Freunde? Vielleicht am See? Oh Mann, ey, hier läuft der Moment alles richtig gut. Verdammte Axt, ey, verdammte Axt. So, ach, tanken müssen wir den Kollegen ja auch bald nochmal, ne? Aber da haben wir, glaube ich, noch was beim Dings. Achtung! Vorsicht! Oder kann ich das hier, warte, das probiere ich jetzt erst nochmal aus, ob ich das hier mit in den Brunnen rein kippen kann. Das wäre natürlich auch geil. Oder ob ich hier nur. Okay. Dann braucht der hier bestimmt noch Wasser. Der braucht hier bestimmt noch Wasser. Das sehe ich doch schon.
Das sehe ich doch. Der Trigger ist aber auch anders dicht. Okay. Hallo? Geht hier kein Wasser rein mehr oder was? Da geht doch noch was. Hier. Ja, guck mal. Ist kein Wasser drin. Mann, ey. Das ist doch hier auch alles nicht mehr wahr. Jetzt muss ich hier noch über den Acker, weißt du? Fahre ich mich gleich noch wieder fest. Und dann haben wir den Salat. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Ding ist das. So, jetzt mach Wasser hier rein. Ach, das muss hier vorne, glaube ich, wieder mit rein, ne? Dann ziehe ich den da erstmal weg. Den wollte ich eh die ganze Zeit da wegfahren. Den Steinesammler. Jetzt ist die Frage, wo fahre ich den hin, ne? Oh, Vorsicht, das Fass. Fahre ich hier hinten rein. So. Waren die Schläuche nicht dran. Ja, der braucht ja auch nicht unbedingt im Unterstand stehen, oder? Den fahre ich hier einfach auf den... Da wo die Steine schon liegen. So. So. Freunde, Alter. Heute ein bisschen Kuddelmuddel hier, wa? Bisschen organisatorisch. Oh! Hallo? Entschuldigung? Hallo? Was ist hier los? Oh Gott, dreh dich doch mal um, Kollege. Whee! Bleib doch mal auf den Rädern stehen, Mann. Wie wär's denn damit? Oh Gott, Alter. Darf ich die Folge eigentlich heute hochladen? Oder ist das schädigend? Also ich frage für einen Freund. Alter Schwede, ich wollte nur Milch verkaufen. Ja, komm, zuckel nicht hier. Ich wollte doch nur Milch verkaufen, Mann. So, Wasser rein da. Komm, alles, alles was geht. Bitte mach, bitte leer. Bitte mach leer. Oh nee. Mach doch noch mehr da rein. Bitte. Bitte, bitte. Ah, scheiße, Mann. Wo lasse ich denn jetzt das Wasser? Haben wir noch was, was Wasser braucht? Oder kann ich das hier reinfahren? Einfach in diesen... Einfach hier mal so rein? Einfach hier mal rein? Das wäre doch mal was. Ach, scheiße. Ich weiß es doch nicht, Freunde. Hilfe. Hilfe. Einfach Hilfe. So, da. Ah, bei den. Nee, die Hühner brauchen kein Wasser, oder? Brauchen die Hühner Wasser? Ich weiß es gerade nicht mehr. Vergessen. Brauchen die Hühner Wasser? Nee. So, Schafe haben Wasser. Und die brauchen eh kein Wasser. Die haben nur Milch. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, Wasser aus einem Fass rauszubekommen, Freunde? Gibt es keine Möglichkeit eigentlich? Ah, das finde ich ganz schön scheiße, ehrlich gesagt. Das finde ich ganz schöne Scheiße. Vielleicht kann ich das hier ja wieder reinkippen in den Sumpf. Reinkippen, wo der Frosch schon quakt. Das halte ich für eine sehr gute und sinnvolle Idee. Kann hier nicht durchgeführt werden. Oh nee, Mann. Ja, was machen wir, Freunde? Wir haben richtig jetzt ein Problem. Ich wollte einfach nur Wasser verkaufen. Ja, moin. Nee, ich wollte einfach nur Dings verkaufen. Milch. Jetzt kann ich das nicht.
Dann müssen wir jetzt allen Ernstes noch ein Fass haben für Milch. Katastrophe. 15.000. Fünfzehntausendsechshundert Flocken. Damit wir Milch wegbringen können. Also. Ja. Nützt ja alles nichts. Denn fahren wir mit dem. Wo fahren wir jetzt mit dem hin? Wieder zurück oder was? So. Mann, ey, belastend einfach, belastend. So. Ja, dann haben wir uns jetzt einen neuen gekauft und damit können wir jetzt dann die Milch verkaufen fahren. Nichts geschafft in der Folge, Freunde. Wirklich nichts geschafft. Einfach überhaupt nichts geschafft. Also nichts von dem, was ich eigentlich vorhatte. Außer, dass wir hier 100 Mal hin und her gefahren sind, ne? Das ist halt wirklich scheiße. Ach, wo fahre ich jetzt mit dem Wasserwagen wieder hin, ey? Ich weiß es doch wieder nicht, Mann. Weg damit. Scheiß Wasserwagen. So, du bleibst auf jeden Fall bei diesem Hof hier stehen, weil hier ist Water drin. Für alle Leute, die zugucken und falls ich jemals nochmal das Problem kriegen sollte, erinnert mich bitte daran, wir haben 2 von diesen Anhängern und einer ist für Wasser ab sofort und einer ausschließlich für Milch. Oh, nicht wieder umkippen. Manometer, ey, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Eigentlich wollte ich die Wiese noch kalken. Eigentlich dachte ich, ich kalke noch die Wiese und das mit der Grünlandtechnik wollte ich noch ausprobieren. Und anstattdessen kaufen wir wieder. Anstattdessen kaufen wir einfach wieder unnötige Dinge. Eigentlich wollte ich das Feld oben bei dem Kuhhof kaufen. Ich glaube, die Nummer 6 war das. Das wollte ich auch noch haben. Aber nein. Es ist uns nicht gegönnt, Freunde. Es ist uns nicht gegönnt. Aber vielleicht hast du noch einen Tipp oder einen Vorschlag. Schreib den mir gerne rein unten in die Kommentare. Ist wirklich sorry für diese etwas chaotische Folge. Ich hoffe, es wird demnächst wieder so bergauf gehen und wir haben hier wieder mehr Sachen auch zu tun und können hier auch mal wieder ein bisschen durchstarten, weil im Moment ist es wirklich zäh, ganz zäh. Oder ich spule einfach ein bisschen die Zeit vor, aber eigentlich würde ich ganz gerne mit euch zusammen auch die ersten Monate in dem neuen Seasons-Jahr quasi ja, machen. Aber wir schauen mal. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben und sagen, was ihr dazu oder davon denkt. Und ich fahre jetzt mit unserem neuen Milchanhänger zum Kuhhof und werde da dann die Milch einladen. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge gemeinsam, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Geiles Gewicht, ne? Vielen Dank fürs Dabeisein. Schalt auch gerne morgen wieder ein, wenn es weitergeht. Abonnier den Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Und check unbedingt auch gerne die Videobeschreibung ab. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Bauer. Moin. Ciao, ciao.